Seid uns willkommen. Dead Space 3, wir sitzen im Skip. Outlaw und Akira. Akira im Steuer. Outlaw im, naja, Beifahrersitz. Naja, hinten dran geklebt. Hinterbeifahrersitz. Hintersitz. Ich bin auf dem Kindersitz. Der Hinterlader. Hey. Hinterlader. So. Nee, dann finde ich Kindersitz besser. Wir haben uns eben dazu entschlossen, während wir so am Schnacken waren über das Spiel, wir werden zu Greedy erstmal fliegen. Ja, sprich die Bonusmission. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Jo, hi. Vollgas, Energie. Impulskraft aktiviert. Volle Impulskraft, Gordy. Sol 3. Habt ihr auch die Trümmer wirklich weghaut? Ich sehe davon im Moment noch nichts. Vielleicht die kleinen höchstens. Ja, ja. Großen und fliegt da. Na, auch die kleinen scheinbar. Oh, da ist die schon die Dockspange. Oder wie auch immer man das nennen sollte. Dockspange. Und dann gehen wir mal raus. Ja, wir waren auch nochmal so frei und haben eben nochmal ein kleines Upgrade machen können. Sind dann nochmal zurückgeflogen. Das sieht man auch an unserem Sauerstoff. Ja, jetzt habe ich wesentlich weniger Sorge, was den Sauerstoff angeht. Und dementsprechend dann mehr Zeit, euch das alles auch zu zeigen. So, das Ziel sagt immer noch bis zum Schiff, also ist das eigentlich ziemlich egal. Fliegen wir einfach mal hier so ein bisschen rum, würde ich sagen. Ja, mal gucken, was hier noch so zu finden ist. Wir sind doch garantiert irgendwo noch... Oh, ich sehe Kisten, ich sehe Kisten. Kisten? Wo bist da. Du? Da bist du. Das sind Kisten. Bin hinter dir. Lecker Kisten. Ja, da, mhm. Und da oben sehe ich auch noch eine. Yep. Lass uns aber erst die hier unten machen, okay? Okay. Jo, kannst loslegen. Die untere auch noch. Da. Mhm. Genau. So, dann. Wo ist die andere? Wo war die jetzt? Bei uns. Da. Hä? Warum krieg ich das jetzt nicht? Weil ich sie rangezogen hab. Ach so! Kannst du doch nicht machen! Erst kaputt schießen, dann ranziehen. Nee. Da sehe ich ganz viele Öffnungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Loot ist. Lass uns da mal hinfliegen. Ganz viele Öffnungen. Oh, da kommt was raus. Okay, das scheint wohl... der ist tot? Das ja, ist den habe ich gerade tot gemacht. Mit einem Schuss? Weiß ich nicht, vielleicht habe ich ihn getroffen. Gehst du mal von mir weg? Scheint aber alles... Aber noch mehr. Ganz viele Mönsterchen. Wieso ist da kein Loot gekommen? Doch, da ist doch, da fliegt doch was. Ich sehe doch da was fliegen. Ja. Altmetall, das auch. Bei mir ist da jetzt gerade nichts rausgekommen. Das ist ja merkwürdig. Ich habe noch was aufgeschossen gemacht. Ach, Mensch. Nee, das ist kein Mensch. Du hast was aufgeschossen. Wo denn? Bei dir da. Bei mir da. Da habe ich aufgeschossen. Okay, da ist aber auch nichts für mich. Das ist ja sehr interessant. Schwanerei. Zwei Loot-Sachen weg. Ja, hier drüben ist noch, da schieße ich jetzt auf, siehst du? Mhm, ja. Okay, das Ding ist wahrscheinlich ein bisschen abgetrieben. Sehr wahrscheinlich, ja, da ist es. Da haben wir es doch. Okay, ja. Da kann man sich ja wieder ewig aufhalten hier. Ja. Könnten wir. Wollen wir aber nicht. Nö. Ich nehme mal Sauerstoff mit. Was ist denn das da? Ja, merkwürdig aus. Ja, wollen wir mal gucken, wie man da reinkommt, ne? Dieses komische Ding. Ja, irgendwo da, wo Greeley steht. Ja, das ist ja dieses große, lange Schiff da. Da ist auch nochmal Sauerstoff. Guck mal die Front ab eben. Da irgendwas Tolles versteckt ist. Ich habe nämlich schon eine Ahnung, wo der Eingang ist. Oh, da ist Loot. Magst du mal bitte zur Front kommen? Zur Front. Such dich eben mal. Da, 100 Meter entfernt. Da irgendwo. Hm? 63 Meter da lang.
Ach da. Da lang fliegst du schnell. Okay. So. Dann fliege ich mal over the top. Zum Eingang fliegen, dachte ich. Ja, ja, da wollte ich jetzt dann auch direkt hin. Du weißt ja, wo er ist, oder nicht? Ja. Hab ihn schon entdeckt. Oh, hier ist auch nochmal. Gucken, ob ich. Ob ich die Orientierung auch behalte, jo. Ich glaube, die war hier, ne? Hier ist die. Genau. Wo bist du jetzt? Doch, hier nochmal Loot zu sein. Hier nebenan. Jetzt müsste ich dich gerade mal finden. Da. Hier ist auch nochmal Loot. Ja, kannst du loslegen? Hä? Ach nee, wir sind schon auf, oder was? Ah, da kommt nichts raus. Oh, da kommen Tiere raus. Und verschwinden ja. Tiere und kommt aus den anderen raus. Ja, sehr angenehm, wenn die Chinese ein bisschen weiter reicht. Muss man auch noch treffen. Ja, das war. So. Ach man, das nimmt ja gar kein Ende hier. Manchmal nicht, ne? Dann. Naja. Kommt ja bestimmt gleich wieder raus. So, das sagst du, ist die Luftschleuse. Airlock, ja, sieht ganz danach aus. Drehen wir mal ein bisschen. Das ist eine Muni. Nehme ich da mit? Wo ist Muni? Ja, ist wohl irgendwie abgetrieben. Da war auch noch ein Vieh. Ach, da, mhm. Kommen wir nicht ran. Ist auch nicht so wichtig. Viel besser. Doch, war der Hechtrolle hier. Hechtrolle. Hechten. So eine? Ups. Ja, Soldat, dann geh mal vor. Ja, da wechsle ich doch gleich mal die Waffe. Das kann böse werden. Optionale Mission. Hey, Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac Ende. Oh. Da sind ja so Sachen. Ui, kompakter Standardrahmen hier noch. Yeah. Nein. Ja. Du solltest vielleicht mal mitnehmen, du verlierst ja immer so gern deinen Helm. Ey. Tiss, tiss, tiss. Hatte noch nicht mal einen. Oh, guck mal. Da ist einer. Ein was? Ja, der hängt schon nach unten. Der hängt da so nett. Wie, du bist schon runter. Da sind wir aber noch. Ich höre da was. Nö, es ist clear hier unten. Oh, ja, nee, jetzt kommst du. Hey, was war das denn? Oh. Ein Explodiere-Sack. Ja. Oh, da ist noch einer. Oh, die Shotgun ist geil. Ah, das habe ich mir mit einem, ich glaube, Plasmakern gemacht. Santos. Offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Hier sind auch noch Schränke. Ja. So. Das ist ja wohl auch, glaube ich, relativ verständlich, dass das hier abgesperrt ist. Also. Bei den ganzen Monstern, ja. Mhm. Oder was meinst du? Ja, richtig. Also da könnte man, da kommen wir her. Da könnte man auch lang, da auch. Ist aber ja, alles zu. Hier unten. Oh, hier unten ist auch noch was. Da haben wir auch noch mal zwei.
Und das? Noch ein Kistle. Okay, und hier wird es auch weitergehen. Die Mission sagt hier weiter. Da weiter, okay, dann gehen wir doch einfach weiter da. Enger Durchgang. Wieder alles voller Blut. Ja. Geht's denn jetzt hier hin? Hier sind wieder Lüftungsschächte. Oh, da ist auch irgendwas runtergesprungen, glaube ich. Ich hab nichts gesehen. Irgendwas im Augenwinkel gesehen. Da ist auf jeden Fall noch eine Sorgen. Kiste hier vorne. Ja. Zwei. Machen wir es denn noch einfacher, machen die Lüftungsschächte schon mal auf. Oh, hier, da. Tech-Ebenen sind verriegelt. Hm. Dann müssen wir die Leiter auch runter. Ja, sagt er auch. Abwärts. Oh ja, so ein bisschen Schiss habe ich ja schon. Ja. Auch sehr schummrige, schummrige Musik und so. Alles so eng hier. Oh, das ist irgendwas Technisches. Hey. Ja, wieder deine Sache. Da ist auch noch mal was. Hoppala. Hm. Ich habe schon eingesammelt hier. Technisch für mich, sagst du. Oh, mal gucken. Ja. Vom Funkraum aus. Setzen Sie ihn mir als Wegpunkt, dann gehe ich dahin. Mhm. Müssen wir garantiert jetzt wieder in diesen Raum da zurück. Oh weh. Vor allem die Geräuschkulisse ist natürlich jetzt super. Warte mal, hörst du das? Musik? Sehr verzerrte Musik. Ja, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Bioshock. Das erinnert mich gerade vor allen Dingen so an Plattenspieler, der ein bisschen langsam läuft. Was war das? Oh. Boah. Ja. Bisschen gleich erwischt. Andere Seite. Noch einer. Kann nichts machen. Oh. Jetzt aber. Oh, ich hab da was in mir drin stecken. Du hast das? Ja. Meinst du hattest, aber gut. Ja. Ist, es ist einfach so, hat sich in Luft aufgelöst. Wie, nur zweimal Loot? Ist ja gemein. Ja, Loot, genau. Da war ja noch was. Oh. Ich glaube, ich habe einen runtergeschossen. Ein Loot. Oh. Glaube ich. Nö. Hm. Die Stase kann ich gar nicht mehr einpacken. Würde ich gerne mitnehmen. Ja, warte. Hä? Jetzt will ich wieder Platz? Jetzt wieder Platz. So. Mal sortiert vielleicht? Hm, keine Ahnung. Ich sitze mit. Okay, also wir müssen hier lang. Oh. Irgendwas ist doch hier noch wieder aufgepoppt. Wir müssen da lang. Mhm. Aufzug. Oh, Fahrstuhl. Ein Aufzug. Warum heißt es nicht Unterzug? Naja. Bewegungsapparat. Ein Durchzug. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Ach so, ja, ich hatte Medikit benutzt, deswegen hatte ich wieder Platz. Das macht Sinn. Was war's dann hier mit Loot? Oh. Kommunikationsraum. Oh, guck mal da. Kopf ab. Hier ist auf jeden Fall nochmal was. Kommt die Musik nur her, verdammt. Oh, kannst du noch ein Medikit gebrauchen? Gib immer, ja.
Okay, hier ist ein Kasten. Technischer Kram. Ah, okay. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen rumfummeln, um da unten die Tür zu aktivieren. Dann fummel mal. Jetzt haben wir Lichter und CPU-Last. So, machen wir mal hier. Autsch. Das war wohl schon. Das war wohl zu viel. Nehmen wir mal den 60er. Noch ein 45er. Ja, das war zu viel. Also den 45er weg. Einen 60er draus machen. Ja, das sieht gut aus. Drauf. Huch. Da war's da gegangen. Jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wen versuchen Sie zu kontaktieren? Das kommt doch von der Konsole hier. Ja. Stopp, bitte! Sie haben es mir nicht gesagt! Ich weiß es nicht! Commander, hier Einheit 3. Sie haben sich mit der Funkausrüstung verbarrikadiert. Wenn Sie dort sterben wollen, drehen Sie dem Schiff den Saft ab. Die Lebenserhaltungssysteme gehen offline und die Übertragung bricht ab. Was ist mit den anderen? Sie kennen die Befehle. Niemand überlegt. Verstanden. Ja. Okay. Nein! Bitte! Ich verstehe nicht! Das können Sie nicht machen! Technik für die Ewigkeit, das ist vor 200 Jahren alles passiert. Vor allen Dingen, das ist ja sehr radikal, das heißt, die hatten ja hier wirklich eine halbe Flotte. Der hat die halbe Flotte für den Marker quasi geopfert. Und wir Deppen haben sie immer wieder irgendwo rausgepult und nachgebaut. Ganz klasse. Ja, vor allem interessant, dass das nachgebaute Marker sind, die wir da rausgepult haben. Und keine Originalmarker. Bis jetzt. Bis jetzt. Oh, da ist was. Noch einer, links. Ja. Oh, hat mich trotzdem erwischt. Was hat das denn schon wieder? Ich höre noch was, rechts. Irgendwo rechts. Da. Next da. Nett mit uns. Scheint jetzt nichts mehr zu sein. Oh, da wollte ich doch gar nicht rauf. Nicht? Warum machst du denn sowas? Wollte doch nur das Loot abgreifen. Okay, also wir müssen hier runter. Aber die Station ist an, die Bank. Das ist genau, lass da mal eben kurz den Loot abliefern. Oder verarbeiten. Kompakter Standardraum haben wir ja noch bekommen. Genau. So, das nehme ich nochmal auseinander. Vor allem die ganzen kleinen Medikits. Nee, das kann ich ja gar nicht. So. Kann man sich dann jetzt noch irgendwas Schickes bauen? Das wäre ja eine sehr schöne Sache. Aber leider nicht, leider nicht. So. Kannst du ja noch Muni bauen, wenn du brauchst. Nee, eher das Gegenteil. Muni habe ich jetzt, naja, genug nicht, aber ich würde eher andere Sachen haben. Genau, Altmetall. Oh, 20er Pack Money bringt 200 Altmetall. Jetzt fehlt mir nur noch Wolfram. Na gut. Oh, hier hinten ist auch eine Tür aufgegangen. Auch noch? Wo? Wie? Was du denn? Da ist das eine Klo. Tür aufgegangen. Das Klo. Oha. Oh, hier ist auch noch eine Upgrade-Platine. Oh. Oh. Plus ein Schaden, plus ein Clip. Das ist natürlich eine super Sache. Noch zwei Schränke. An den Duschen scheint nichts zu liegen. Außer Sauberkeit. Naja, wie man's nimmt. Mal kurz duschen. Wie man's nimmt. Kann man ja eben schnell nochmal die Waffe upgraden gehen. Lecker! Ja. Das ist wohl wahr. Aber irgendwie habe ich jetzt hier diese Waffe mit Schrotflinte lieb gewonnen. Deswegen werde ich die jetzt nochmal upgraden. Mir sieht das ähnlich aus.
Schaden und Clip, genau. Aber leider immer noch kein Wolfram. Hier war doch irgendwo... Ach so, wir müssen noch so ein Wolfram-Teil hier herstellen. Hast du noch genug Wolfram? Nein, ich glaube nicht. Ich denn jetzt? 7. Mal gucken, was die kostet. Wo findet man das dann? Bei Gegenstände herstellen. Objekte herstellen, genau. Torque-Stange aus Wolfram. Da fehlt noch was. Jo, mir auch. Noch 13 Wolfram fehlt mir da. Damit wir da an diesen Special-Raum rankommen, ne? Da brauchen wir dieses Torque-Rad für. Ja. Aber da müssen wir wohl erstmal nochmal weiter. Genau. Schauen wir doch einfach mal. Ui, das sieht ja auch toll aus hier. Kleiner Raum. Aber irgendwie... Was haben die denn hier für Abdeckung? Was ist denn dahinter? Das würde mich mal interessieren. Das erinnert mich gerade an die Quarantäne-Sache aus 2. Bisschen. 2. Ah. Okay. Und ich kissen wir. Du links, ich rechts. Okay. Okay. Irgendwas kommt da? Irgendwas ist gut. Aua. Ihr Mistviecher, ey. Oben. Ist doch noch eins gewesen irgendwo. Links hast scheint... Rechts, hast du es rechts erwischt, das Teil? Ich habe rechts gar nicht hingeguckt. Da hinten ist was. Ein Luftschacht rein. Hinter uns. Hinter uns. War einer, der in Lüftungsschacht verschwunden war. Da muss noch irgendwo einer sein. Ach, dann ist der durch den Lüftungsschacht gelatscht. Sehr wahrscheinlich. Und einen habe ich hier hinten auch noch erwischt. Also die Musik macht mich ja ein bisschen wahnsinnig. Ist nicht gerade sehr vertrauenseinflößend. Zumal das nicht nur Musik ist, sondern auch immer wieder dieses... Piepse, was man gerade hört bei mir. Ekelhaft. So, lang müssten wir... Okay, wir müssen zu diesem Fahrstuhl. Ja, ich wollte noch eben schnell die ganzen Sachen hier aufheben. Ja, ich schaue auch gerade noch, ob ich irgendwas verpasst habe. Ah, noch Altmetall. Kein Altmetall. Wolfram, Leute. Wir brauchen Wolfram. Wolfram. Alien-Artefakt. Ui. Alien-Artefakt. Was ist denn das? Oh, zu spät gedrückt. Zeigt er mir jetzt nicht mehr an. Und zu suchen habe ich auch keinen Bock. Ich schaue gerade, ob ich irgendwas finde. Alien-Artefakt. Ja, das ist ein Alien-Artefakt. Das ist ein Alien-Artefakt, ah, cool. Diese gefrorene Kreatur sind bla 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 bla. Und, hups, Entschuldigung, und bla. Weißt Bescheid? Holen wir mal den Fahrstuhl. Übrigens solltest du mal vielleicht HP nehmen, ich weiß ja nicht. Oh, ja. Komm, komm, komm. Lebt das noch? Ja. Ja. Eine sehr kurze Reichweite. Okay, hier sind nochmal Lüftungsschächte. Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Nö. Moment. Ist da jemand? Okay, Biohazard-Fässer. Noch mehr Biohazard Feather. Oh, was? Wie? Wo? Oh! Wo denn? Hab ich was getriggert? Jo. Der liegt da so ein bisschen. Der hat seine besten Zeiten hinter sich. Ich
Ich glaube, der hatte noch nie bessere Zeiten. Meinst du? So wie der aussieht. Naja, jetzt ist auf jeden Fall nicht mehr. Dem muss doch seine Mama ein Kotelett um den Hals hängen, damit die Kinder mit ihm spielen. Die Hunde mit ihm spielen, nicht die Kinder. Die Kinder ja auch. Naja. Naja, gut. Egal. Muss man Kinder mit Koteletts... Naja, gut, lassen wir das alles mal. Nee, keine Kinder. Hunde. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ja! Nein! Der piekst mich! Hau ab, du Piekser! Du dummer Piekser! Stand jetzt mir direkt im Weg, so. Kann ich schießen? Er hat mich da auch hingeschubst. Oh. Wollen wir mal ein kleines Medikit mal eben benutzen? Hau ab, blödes Vieh. Oh. Miese Viecher, ey. Nochmal ein Bänkchen. Das ist doch eine schicke Sache. Doch glatt nochmal ran. Na? Immer noch nicht genug Wolfram. Das ist doch Scheibenkleister. Du meinst Scheiße? Ja, das auch. Dann sag das doch auch. Tschüss. Scheibenwischer? Neue Platine herstellen. Ach so. Okay, das heißt, man bekommt neue Rezepte scheinbar auch wirklich nur durchs Finden. Und wenn man dann sie hat, kann man sie dann auch gleich herstellen. Okay. Der ist tot. Zum Glück. Also jetzt auf jeden Fall, definitiv. Wobei, es ist jetzt immer wieder die Frage, sind die anderen jetzt wirklich tot oder nicht? Oi. Oi. Blitzi. Geh mal vor. Ich finde, du gehst vor. Aha. Bist du Soldat? Ja, Blitze sind aber fallen irgendwie in die technische Richtung. Ich weiß auch nicht warum. Schön kastrieren. Okay, guck mal da, da ist ein Kistchen. Dreh dich mal um. Ja. Komm her, komm her. Wo siehst du da eine Kiste? Nee, ich dachte, da lege was. Da ist aber nichts. Ja, doch, Munitionsclip. Ich komm da ran, da unten. Da unten? Da ist auch noch ein Chippy. Da an der Unterseite ist auch noch ein Munitionsclip. Na, gucken wir mal, was hier so ist. Helf mir mal, ich krieg das Ding nicht auf. Wie geht denn das nicht? Ah, jetzt. Ach so. Komisch. Ist ja auch nicht aufgekriegt. Gucken wir mal. Oh, Halbleiter. Und jetzt? Ah, okay. Ui. Was passiert denn nun? Von Elektro zu Feuer. Na super. Okay. Da liegt auch was. Hier. Hier liegt auch noch was. Elektrische Aufladung. Ui. Was auch immer das ist. Okay, das heißt, wir müssen in ihren Büro rein. Jetzt noch wissen, wo das ist. Und das müssen wir hier aber immer noch machen. Oh, ja, nochmal drehen. Hier ist jetzt der Code. Mach nochmal auf. Ach so. Ja, jetzt habe ich den Code. Mhm. Alles klar. Kriegen wir da wohl auch eine weitere Tür auf.
Gibt es noch wieder Details hier? Forschungsgeheimnisse. So, so. Da ist eine Tür auf, sagst du? Nee, ich denke mal, dass wir jetzt da hinten wieder eine Tür aufkriegen. Ach so, okay, habe ich dich jetzt gerade missverstanden. Ach. Irgendwas, ich höre... Hinter dir. Oh, die gehen zu den Viechern. Hey. Viecher. Die haben versucht, die Leichen wieder zu beleben. Guck mal hier. Also hier ist Loot. Die sind zu den Leichen ran und haben die versucht, wieder zu beleben. Da auch, da ist auch Loot. Ja, das habe ich gesehen, das habe ich gekriegt. Das ist crazy. Ja, das ist wirklich sehr strange. Eklige Viecher. Isaac, was ist das für ein schrecklicher Lärm? Ich glaube, ich habe was rausgezogen, was ich nicht hätte rausziehen sollen. Die Gravitationsplatten fallen auseinander. Die Nachricht ist eine Warnung an jemanden namens Serrano an der Planetenoberfläche. Haben Sie einen Weg gefunden, sie zu dekodieren? Ja, der Entschlüsselungscode ist im Büro. Bleib mal von hier. Laura Engstrom. Kommen wir zurück. Mal sehen, ob ich sie finde. Was ist denn das hier? Ja, ich hab sie. Das ist das, womit ich die Tür hier eben vorhin aufgemacht habe. Achso, okay. Ja, haben wir jetzt Wolfram bekommen? Also ich habe keinen Wolfram bekommen. Elektrische Aufladung, was ist denn das? Ah ja, genau, das hatten wir ja bekommen. Gucken wir doch mal. Elektrische Aufladung. Da sagt er bei neu. Ja, es ist sehr interessant, dass er das bei neu sagt. So, das ist eine Erweiterung. Eine Erweiterung? Setzt Projektile unter Strom, um geringen voltaischen Schaden zuzufügen. Das ist ja interessant. Kann ich das auch in der Erweiterung da oben einsetzen? Nö. Kann ich nur unten einsetzen in die Erweiterung. Also für die Shotgun. Eine Shotgun mit Elektroschocker. Suchen wir es doch einfach mal. Nachladen könnte ich herstellen. Brauche ich Wolfram für? Ah, ich habe keinen Wolfram. Und Wolfram brauchen wir auch erstmal für den Raum dort. Richtig. Naja, erstmal dieses elektrische Ding da eingesetzt. Jo, ich habe das bei mir in den Plasma-Cutter reingebaut. Bin ich ja mal gespannt. Ah, wie ein Flitzebogen. Grr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 
Ja, bye bye. Bye bye. Bye bye.